Ja, servus Leute, heute wie versprochen das Gewinnspiel von der Supreme-Jacke. Ich will gar nicht lange fackeln, ich zeige euch kurz, wie es ausgelost wird und wer der Gewinner ist. So, also hier seht ihr das Gewinnspiel. Ah, fokussiere. Und hier seht ihr Kommentare 232. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennt. Irgendwie flackert das Ganze jetzt. Auf jeden Fall 232. So, da habe ich einmal kommentiert, das heißt 231 Kommentare. Die werden jetzt ausgelöst. Ich gebe in Google jetzt einen Zufallsgenerator. Dann müsste eigentlich so, ja genau, so eine mindestens eine Zahl bis maximal 200, wie viel waren es? 200, ich schau kurz, 232 eigentlich, aber mein Kommentar zählt ja nicht, deswegen 231. So, 231. Und dann kann man hier das generieren. Ich hoffe, man erkennt es. Das flackert jetzt richtig. Aber ich denke, man sieht es 1 bis 231. Dann drückt man hier auf generieren. Und das wäre jetzt zum Beispiel diese Nummer 36. Nochmal 100. Was ist das? 198 und so weiter. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Ich drücke jetzt einmal drauf und sagen wir mal, es ist jetzt die Zufallszahl 5, dann gehe ich 5 Kommentare runter und der 5. ist dann der Gewinner. So, also, ready. Wir drücken auf generieren. Und der Gewinner ist der Kommentar 182. So, Freunde, jetzt muss ich natürlich erstmal runter scrollen. Das dauert jetzt ein bisschen. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt einen Cut sehen. Aber ihr könnt das alles nachprüfen, indem ihr selber schaut. Also 182. Das ist ja dann 50 von hinten. Also wir gehen einfach ganz nach unten und gehen dann 50 hoch. 49, 50. Okay, der Gewinner ist Lukas Vögeli. Cooles Video. Ich möchte die Jacke, weil sie nice aussieht und weil mir die Größe passen würde. Herzlichen Glückwunsch an dich, ich blende kurz den Kommentar hier ein. Hier, Lukas, also Lukas Vögli, ich werde jetzt auf jeden Fall deinen Kommentar anpinnen und ein Herz hinterlassen. Ein Herz und anpinnen. Ah, dass ihr es seht, ist jetzt ein bisschen natürlich scheiße. Anpinnen. So, also geherzt und angepinnt. So, jetzt gilt es nur noch. Also jetzt hast du wahrscheinlich die E-Mail bekommen, dass ich ein Herz drauf gegeben habe und dass ich dich angepinnt habe. Jetzt kontaktiere mich einfach in Instagram, Snapchat oder so. Ich brauche noch deine Adresse. Am besten wäre es natürlich noch, wenn du mir deine Daten hinterlassen hättest. Aber ja, auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte. Hat leider auch kein Insta markiert oder so. Auf jeden Fall, Lukas Vögeli, melde dich bitte bei mir. Und ansonsten, wenn du dich nicht, sagen wir, in 2 Wochen meldest, suche ich einfach einen neuer Gewinner raus. So lange, bis sich halt jemand meldet. Also in diesem Sinne war es das, Freunde. War nur ein kurzes Video. Lukas Vögeli, du hast gewonnen. Melde dich bitte. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.